Ja, was ist denn mit diesen ganzen Geschichten von diesen Reizdärmen? Ich habe in der Praxis zunehmend mehr Patientinnen und Patienten, die klagen über das Thema Reizdarm. Was heisst denn das? Heute Verstopfung, morgen Durchfall, dann mal wieder normal. Es wechselt immer wieder ab. Das sind Menschen, die häufig schon allerlei Tests gemacht haben, Allergietests, auch Darmspiegelung, und man findet einfach nichts Greifbares oder nichts, wo griffig genug ist, um eine andere Diagnose zu stellen, außer vielleicht ein bisschen gereizte Schleimhäute. Das ist also das Phänomen von der heutigen Zeit. Hast du da Erfahrungswerte zum Reizdarm? Reizdarm ist in der Tat eine Diagnose, wo man wirklich meiner Meinung nach muss hinterfragen, wie ist die Diagnose entstanden, was sind die Ursachen? Und da bist du, glaube ich, die Fachfrau, die das in deiner Praxis sehr wohl herausfinden kann, wie so eine Diagnose entstanden worden ist oder entstanden ist. Weil oft, wenn man dann nichts findet, wie du das eingangs gesagt hast, ist es dann schnell einmal der Reizdarm. Genau. Da können die Auswirkungen sein, der Alltagsstress, aber auch unsere Psyche spielt extrem stark mit dem Darm zusammen. Die Darm-Hirn-Achse ist etwas, wo man immer mehr darüber weiss und immer mehr Beiträge darüber gehört und kann verstehen, wie das Wechsel wirkt. Aber natürlich auch die ganzen Alltagsbelastungen, von Schadstoffen, die uns die Schleimhäute belastet, von Medikamenten, die unser Mikrobiom, die Helferbakterien im Darm schwächen oder schädigen. Und dann haben wir einfach zu wenig Helferbakterien, die können auch gegen Pilze, Viren, Bakterien und andere Belastungen wehren und uns unterstützen. Auch die Produktion unserer körpereigenen Verdauungsenzyme verändert sich über Schadstoffe im Körper. Und die Produktion von der Enzyme, zum Beispiel das Enzym Laktase, das hilft uns, die Laktose in der Milch zu verdauen. Wenn wir als Baby abgestillt werden, dann weiss der Körper, ich kann meine Produktion langsam runterfahren von dieser Enzymproduktion, weil die Babystillzeit ist vorbei. Jetzt hat sich es aber eingebürgert bei uns, gerade so im europäischen Raum vor allem, ein Glas Milch, ein Kacheli Ovo oder heisse Schocke für die Kinder am Morgen oder am Abend. Und dann plötzlich kommen die Bauchwehgeschichten, Pläge, Durchfall, Kopfweh oder auch bei der Reizdarm, dann kann es ein Hinweis sein, dass wir zu wenig Verdauungsenzyme produzieren, zum Beispiel von dieser Laktase. Das heisst noch nicht, dass man per se eine Milchallergie hat, sondern einfach, dass ein Ungleichgewicht da ist in dieser Enzymbildung. Wir können die Verträglichkeiten von all diesen Reizen, egal was es ist, massiv verbessern mit der Einnahme von diesem Zeolit. Weil Zeolit tut Histamin binden und bei einer Entzündung und auch beim Reizdarm gibt es immer wieder Entzündungen und einen Histaminüberschuss. Das Zeolit bindet den und wir leiten es über den Stuhlgang aus. Das heisst, so können wir die Allergie- und Histaminspitzen mindern, sie immer weniger machen, bis die Verträglichkeit auch wieder da ist von verschiedenen Lebensmitteln oder von verschiedenen Triggern im Alltag. Natürlich braucht es noch etwas mehr dazu, der Schutz für die Schleimhaut noch zusätzlich vielleicht mit Glutamin. Es braucht auch Mikronährstoffe, Mineralien, es sind verschiedene Komponenten, es braucht auch die Helferbakterien im Darm. Aber unbedingt würde ich das Zeolit beim Reizdarm empfehlen. Du hast das wunderschön jetzt erklärt und da ist mir auch gerade ein Gedanke gekommen. Du hast Babys erwähnt oder zumindest die Kleinkinder, die abgestillt werden. Mhm. Auch da können wir natürlich bereits bei den Kindern mit Zeolit unterstützen. Wir können sogar die Zeolit in Shoppen rein tun. Das Mami hat vielleicht eben während der Schwangerschaft, vor der Schwangerschaft angefangen, sich entgiften und so weiter. Also da haben wir auch mit dem Zeolit sehr viele Möglichkeiten. Genau. Ob das jetzt ist Windelsohr oder eben halt auch immer wieder Durchfall schon bei Babys oder chronische Verstopfung,
was kann Hinweise sein auf eine Unverträglichkeit, aber auch fehlende Helferbakterien durch einen Kaiserschnitt oder durch vielleicht schon Antibiotika von einer Mittelohrentzündung, kann der Darm durcheinander geraten. Und dort würde ich nicht nur mit den Helferbakterien arbeiten, sondern immer auch mit der Entlastung von dem Darm und vom Binden von diesen Entzündungsparametern mit Zeolit.